Bang, bang, pow. Bang, bang, pow. Sind Sie ein Freund oder ein Feind? Ein Feind, der nicht sterben möchte. Seenfahrt abgeschlossen? Hä? Gut, jemand hat unsere Marder zerstört. Was für Penner? Also als jemand ist hier auch und cringe in hier den Planty. Waren denn die? Die waren bei Crescent Eye, oder? Ja, ist Crescent Eye. Ich hab hier so, hab gerade hier den Skelett-Captain getötet, von mir krieg ich die Anzeige, Seefahrt abgeschlossen. The fuck. Ja, die haben jetzt die überschüsst, also. Wir wissen, dass einer jetzt ein Crescent Island ist. Das ist ein Dreimaster-Skelett. Wenigstens erst die Sachen spawnen erst, wenn du dann in die Gegend bist. Nein, nein, ich spawne direkt, ey. Ich spawn direkt. Ich bin verwirrt. Da geht's rüber. Hier ist das. Hier ist der fette Stein. Und das ist hier zwischen den beiden fetten Steinen, ja? Ja. Oh oh. Oh oh. Großes Commander Boom und Skelette. Und Geister. Geister, die ich rief. Geister, die ich rief. Geister, die ich rief. Jack, tu was. Gut gemacht, Jack. Ist nur Monkey, speziell bei mir. Da ist Monkey. Ja. Den nenne ich einfach nur so, Jack. Nehmen wir die als Selbstverteidigung mit? Wenn die als Selbstverteidigung aber explodiert, dann sind wir auf jeden Fall tot. Ach komm, nee, lass uns die Krähen lassen stehen. Dann zusammen. Warum wollt ihr genau rum? Weiß ich nicht, weil wir wahrscheinlich ausschalten, weil es wahrscheinlich Pirates kommen. Ja, war eigentlich normal bei mir. Ja, das Skelettschiff. Das Skelettschiff ist jetzt hinten bei Sanctuary auf der Höhe. Und sonst sehe ich nichts Captain-mäßiges, Gegner-mäßiges. Nur büße Skelette. Na dann lass mal nach. Doch, da ist er. Die sind Stufe 5. Und dann sehen die uns gleich. Oder sehen sie sehen uns jetzt. Immer noch stehen die da und die tragen gerade die Kiste. Oder ist da die Kiste gewesen? Nee, die haben gerade auch schon getragen. Die war ein Stück nördlich erwiesen. Ja, die tragen sie gerade auf dem Schiff durch die Gegend. Wahrscheinlich setzen sie gleich vorne auf den. Auf den Mast. Ja, vorne auf den Dingens. Dann lass jetzt nach Schmugglers Bay fahren. Einfach geradeaus. Gegen den Felsen. Aye, aye, Captain. Alter! Was bist du denn? Hallo, Parrot!
Das ist Kiwi. Nein, das ist Parrot. Bei mir steht Kiwi. Da steht Parrot. Der Geist will uns noch tot sehen. Achso. Man kann nie ausmachen jetzt im Dunkeln, ob das jetzt die scheiß Penner zum Verkaufen sind oder ob das jetzt wirklich ein Schiff ist. Ey, Mann, das ist ja doof. Das ist ja doof. Ah. Da werden wir von der Insel beschossen. Wo ist denn das Smugglers für die Sache? Drei. Oh, die haben sie ja verteilt, die Penner. Drei Sachen, aber überall verteilt. Der Pool ist gebrochen. Wir werden beschossen von der Insel. Ich kann jetzt eigentlich auf den Boden fallen. Au. Es macht gleich Knarz. Was machst du für Geräusche? Klingt so, als wenn du fast untergehen würdest. Ernsthaft? Jetzt kommt. Okay, gehst du. Ich reparieren. Mach den Jungen fertig! Der ist weg. Der ist nicht mehr hier. Er ist ein Zauberer, er ist Houdini. Weeper ist gerade straight auf dem Weg zu Weeper's Hideout. Gerade auf Höhe von Crook's Mast. Was liegt denn hier am Strand? Munition. Mir wird jemand vorgeschlagen, bei YouTube. Der spielt Sea of Thieves und verkleidet sich als Jack. Und der ist voll im Roleplay-Element. Wenn er dann so. Oh. Our ship is sunken. How unfortunate. Dann macht er ein Sword Dash gerade zu seinem Schiff rüber und guckt nach rechts und so. But. Oh. Da sieht er am Strand erstmal ein bisschen rumliegen. Ah, und ich sehe hier Explosionen! Mehr Explosionen! Ich verstehe es nicht. Jage nach dem Horizont. Ich habe mal schief unterhalten. Hä? 10 Tage Sea of Thieves als Captain gesegelt. Du triffst mit. Ich weiß nicht. Du triffst zwar immer alles, aber nie das Fass, wenn sie eins tragen. Ich hab direkt getroffen. Das ist Crescent. Das ist Crescent. Das ist eine Banane. Das ist ein Holz. Hier rüber.
So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh. Ist genau auf der Höhe von dem. Hier ist diese Gabelung. Hier ist der Stein. Das ist direkt hier daneben oder genau hier. Na? Soll er ja nicht knarzen, ne? Oder knacken oder rumpeln, wenn ich da drauf bin. Ach hier. Hab's noch rumpeln hören. Jawohl, wir haben Tee. Wir können uns besaufen. Jack, siehst du es? Ist leider kein Rum, aber hey. Die haben ja so einen Getränkeautomaten verarbeitet. Ja. Jeden Tag haben die vergessen, also die diesmal neu nachwechseln. Das auf einzustellen, dass man Getränke bezahlen muss. Jawohl. Ich hatte spät geschafft und meinte mein Vorbilder zu mir, ja, du kannst dir gerne hier Kosten was nehmen, bevor Carsten alles austrinkt. Kannst du gerne richtig vollfüllen lassen. Dann kannst du Carsten sagen, kannst du gerne das haben für 10 Cent, wenn du das haben möchtest. Dann habe ich halt meinen Becher, also mein Level-Up-Becher genommen. Und da passten 3 Becher von den Automaten drin. Dann habe ich mir gegönnt, mir so einen Zitronentee. Einen warmen Zitronentee zu trinken. War was anderes mehr gewesen. Ich muss sagen, das ist eine richtig gute Taktik. Ich hab ein Video gesehen von jemandem. Der hat das die ganze Zeit gemacht bei so einem Boss. Diesen Schwertschlag und dabei aufgeladen. Also dieses Kontern. Schwertstein, da kannst du dich dabei bewegen und dann dabei springen und wenn du dann jemanden dabei triffst, bist du nicht mehr gestunt und kannst direkt weiter so einen Schwertschlag machen. Das ist ganz cool. Du gehst gerade oben in die Mitte auf den Dings. Ich hab keine Ahnung, wo das sein soll hier. Nee. Na, ich guck mal. Also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, nicht hier, sondern nochmal eine Etage weiter oben sogar. Da oben auf den Klippen würde ich sogar sagen, ja. Nee, so oben ist es nicht. Weißt du, die ich rief? Where are all the food? The shame, the rum. Hä? Yes. Ich bin in die... klar. Was denn? Der ist hinter dir in der Erde jumpt und ich werde hittet. Das finde ich richtig. Where's all the food? Yes, the rum is gone. Why is the rum gone? Ist hier oben nicht auch ein weißer Weg? Ah, ich bin runtergeklatscht. Hi, da bin ich wieder. Ich dachte mir so, ach, ich will hier unten bestimmt auch lieber suchen. Alter, irgendwie ist ja grell hier, das Licht. Bin ich aber auch gerade extrem, ey. Gut, ich dachte, ich wollte schon nicht ansprechen, aber wenn es bei dir auch so ist. Alter, das Licht ist wirklich grell geworden hier.
Alter, da muss ich ehrlich hier drunter. Chips Lock. Nicht Schiffs Lock, sondern Chips Lock. Hier, ja. Das ist komplett sandig. Genau, da drüben bei dir ist es alles sandig. Und da müsste auch dann diese kleine Base sein. Was ist ja hier? Wollen Sie, Sir? Was wollen Sie, Sir? Kann ich Ihren Hut haben, Sir? Kann ich Ihren Hut haben, Sir? Da, wie viele wollen noch hier spawnen? Töte es! Tot. Ich habe nämlich auch keine Muni mehr zum Schießen. Ja, ganz gewiss. Aha. So, aber hier geht's kommt. Es ist doch weiter oben. Es ist genau hier, wo ich gerade stehe. Nur noch mal eins höher. Kannst nicht erkennen, das Licht ist zu hell hier. Schatten. Doch, es kann auch eins höher sein. Hier ist der große Felsen. So, vorhin wie ganz oben gewesen. Kann ich Ihren Hut haben, Sir? Kann ich Ihren Hut haben, Sir? Kann ich Ihren... Okay, du hast den Job. Weil hier oben ist nämlich auch Sand. Bei Sand war das doch in der Nähe, oder? Ja, einfach den Weg hier so ein bisschen folgen. Weil hier rechts geht es hoch. Hier. Hier in dem Bereich irgendwo. Verwirrt da jetzt. Da ist die Busch. Hier? Nein. Hier? Hier? Nein. Hier? Nein. Wo ist denn der Busch? Da ist die Busch. Das ist der Busch am Stein, oder? Es ist der Busch am Stein. Dann? Nee. Wo ist denn die rote Blume? Da ist die rote Blume. Von der roten Blume in diese Richtung ungefähr. Hier ist er. Ein Rubin. Also ich sehe von hier immer noch nur unseren Skelettfreund Grymaster. Na denn? Kann man denn die habt ihr Helligkeit runterstellen? nirgendwo. Du kannst doch nur hochstellen. What the fuck?
ja schrecklich. Konnte man nicht damals das machen, nicht? Du kannst zwar die Sachen Sichtfeld und alles erhöhen, aber und ja. Legendär Skelettbomber. Hast du auch erhalten? Boah, du bist ja krass. Ui. Ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde die ganze Zeit den Soundtrack von Smuggler Bären gehört. Aus Spotify. Oh nö, guck mal, was da rechts gespawnt ist. Das ist bei Sailor's Bounty. Reaper ist halt außer noch der Reaper. So, Spiel, jetzt lass mich das Ruder anlegen. So. Ich finde das gar nicht mal so toll, was das Spiel mit uns hier anstellt. Das ist jetzt das nächste Welt-Event genau neben uns spawnt. Volle Fahrt voraus, Captain. Ei, ei, gegen die Felsen. So. Also nach Sailor's Bounty ist für uns erstmal tabu. Na, ich weiß nicht, wo die anderen Spieler sind am Ende. Na, ich sag mal so viel. Die Skelettschiffe hat ja eh gerade jemand weggeballert. Die Skelettschiff Raid. Reaper bewegt sich wieder. Er dreht sich nach irgendwie nach Norden. Norden sind wir. Also er dreht sich erstmal nach Wonders Redview und jetzt geht er. Also er geht nach Nordwesten erstmal. Oder will sich die nochmal vernünftig anlegen. Er hing nämlich an der falschen Seite. Wir können ja mal kurz mal stehen bleiben. Stärker kapist dich. Mal kurz beobachten. Wenn sie wirklich kommen. Ja, die machen sich auf und fahren in unsere Richtung. Dann lass nach Sanctuary fahren. Kriegen wir da zeitlich hin? Ja doch, lass mal Sanctuary fahren. Dann sind wir wenigstens dann haben wir halt weniger Geld, ja okay, aber dann lass uns die Dingens. Dann werden wir wenigstens von Leuten ignoriert, weil hier hinten fährt kaum einer hin. Mal nach Süden fahren, schnell. Er dreht sich weiter, ich glaube, er sucht ihn an. Er legt leider an, glaube ich, über Head Out. Legt er an, ja? Ich vermute mal, er dreht sich noch weiter. Er ist jetzt in Richtung Osten. Aber er dreht sich jetzt. Aber er dreht sich nochmal. Er dreht sich weiter, er dreht sich immer noch. Jetzt warte ich wieder. Jetzt fährt er Richtung Süden. Jetzt bewegt er sich wieder geradeaus kurz mal. Jetzt steht er wieder auf Süden. Jetzt will er stehen. Ich denke mal, es ist eine Galeone. Ist meine dicke Vermutung. Der knarzt da erstmal voll an dem Stein hier. Ja, die wurden, glaube ich, raus, mal im Frieren. Denk mal, das ist ein scheiß Gajone. Okay, dann lass nach Norden fahren. Oder lass mal schnell aus in die Shadows und dann
zur Sunken Shores und dort oben den Dingens machen. Weil du. Ist doch dann in die Richtung, oder? Nehmen wir mal, ist das Süden. Wir müssen dann Südwesten. Da war es Südwesten der Raid. Genau im Westen ist der Sailor Bounty. Genau, dann Südwesten. Da ist Spoils of Plenty oder Keel Hole Fort. Oder wieder Crescent Isle. Oder Crescent Isle. Oder Creeper Key. Es ist eher Süd-Südwesten tatsächlich, also würde ich auch eher sagen, dass es dann unten wieder Crescent Isle ist. Krass, schon das zweite, dass dann Crescent Isle ist. Nee, unser Armada war dann Crescent Isle. Ja, ich weiß. macht der Affe. Komm, jetzt haben wir da. Jetzt haben wir erstmal die kleine Insel hier noch entgegen und dann was nach oben zu dem. Ups. Warte mal. Ich muss wirklich. Ich glaube, ich setze eine Sonnenbrille auf, wenn der Tag ist hier. Ey, wenn aber hier dauerhaft so grell ist hier im Westen, dann entscheide ich mich dann leicht immer mehr zu Ernstens Eien zu gehen. Weil glaube ich, da ist es noch normal. Und da sieht es noch relativ noch schön aus. Willst du damit sagen, hier sieht es scheiße aus? Es sieht einfach grell aus, das ist einfach das Tierproblem. Und du hast eine dicke, fette Koralle gespawnt. Ja, aber wirklich, ey. Man hat sich schon einen bunkert. Und beide Schätze sind hier oben an dem bisschen Sand, wo wir gerade hinschwimmen. Einer ist direkt Fisch. Hier. Einer ist direkt hier. Sind wir reich? Boah, wir sind reich. Gunham Down Dunham. Weißt du Bescheid? Steh auf, Junge! Guten Morgen! Da ist der Captain! Throat Slitzer Geralt! Geralt! Aua! Aua! Hab ich geleckt? Und tot. Explodiert. Bist auch explodiert, oder? Nö. Was? Dieser Drunken Mauder hat, Weinstein Klasse 2, HL, Days at Sea erreicht. Was? Ja, das ist die Meilenstein, die du erreichen kannst jetzt. Aha. Cool. Wenn du als Captain segelst. Und viele sagen, das ist jetzt viel zu grindy. Oh, schnell mit dem Respawn. Alter, ich sehe eine Explosion. Oh, da ist jetzt so ein Asche-Dude gespawnt. Ein Schlüsselmeister ist jetzt gespawnt. Pew. Die Reaper sind nicht mehr auf der Map. Ah, vielleicht haben die ausgelockt. Ist doch schön. Aber wenigstens unsere Ruhe jetzt. Aschschlüssel, Goldbeute, krassiger Schädel. Ich bin unsicher, mit Thema. Wer hat unser Armada zerstört bei Wanders Refuge? Nicht Wanders, also an Crescent Isle. Wahrscheinlich die jetzt wahrscheinlich dann zu dem Crescent Isle wieder hinfahren. Um dort den Raid zu machen. Oder es kann natürlich auch bei Mermaid's Hideaway sein, weil da spawnt auf jeden Fall einer, da hat man ja Old Horatio gekillt.
Reichtum? Reichtum! Die Namen, ey. Manche haben wohl kreative Namen dafür. Naja, nee, das ist, weil sie jetzt nicht die Dingens. Du kannst ja auch die Namen von den Leuten ausstellen. Die echt Namen. Du kannst zum Beispiel meinen Namen ja auch ausstellen. Dann habe ich auch einen von Rare generierten Namen. Wie zum Beispiel Sailor Booty Man. The Drunken Marauder, yeah, woo! Das ist mein Schiff. Ich weiß, Spiel. Ich bin da gerade erst 2 Sekunden runter, du sagst mir, ich bin wieder in der Nähe. Oh, geil, yeah. Wir sind die betrunkenen Rumtäuber. Schlange. Hier, ich spiele ein Lied für dich. Ich auch. Die Granate. Ich mag das Lied. Ja, oder? Oder wie heißt das? Beware? Das ist The Ballad of the Meer. Die Ballade der Meermenschen. Na, beclaimed. Ist Copyright geschützt. Ich werde an Gift sterben. Es gibt es immer noch da. Jetzt hat das Gift aufgehört. Hast du auch die. Hast du das grüne Licht mitgenommen? Was hätte ich mitgenommen? Das grüne Licht? Ja. Schlangi, töte mich. Du kannst entscheiden zwischen einem Hund, der Katze und einer Schlange, die Schlange. So. Nein, nein, weglegen, weglegen, hallo, weglegen, kannst du bitte weglegen, danke. Aber da sind Spieler, ich sehe gerade. So, Lila. Spieler? Richtung, genau Richtung Süden. Sind die da auf dem Weg zu dem Raid? Ach, nein, die stehen da. Bedrohlich. Ah, wirklich, ey. Die fahren für irgendetwas. Ach, hast du schon alles eingesammelt? Boah, da brauche ich aber nichts mehr machen. Dann lass nach Norden. Das waren, glaube ich, die Leute, die Cranston Isle gemacht haben. Achso, wir hätten ja hier auf den, schon Ausschau halten können wegen Vögel, oder? War das nicht dann die Richtung? Sanctuary against Grave? Ah, ne, hätten wir nach. Ne, hätten wir Lone Cove unten langfahren müssen. Ne, ne. Außer die haben wieder eine Abkürzung genommen und sind wieder erstmal nach Sailor's Bounty neu gefahren, ey. Wir müssen Lone Cove, südlich von Lone Cove gehen. Cannon Cove. Lone Cove, Cannon Cove. Lone Cove, wir müssen da südlich fahren. Aber ich mag ja auch das Lied immer, auch sehr gerne. Mart, lenken Sie nach links. Ja, ich hab ein Problem, ich muss mal Schlüssel mal suchen. Ich hab auch einen geworfen, den ich nicht mehr sehe. Dein Schlüssel? Also, Mart. Erster Untermart. Ich packe ihn dahin, wo ich ihn am besten sehen kann. Auf dem Teppich. Natürlich ist er unter dem Teppich. Hättest du eigentlich. Kannst du rein theoretisch eigentlich auch die ganzen Sachen hier ändern? Hier, die handgeschnitzten Sachen da?
so Anpassungen irgendwie bearbeiten? Kann hier drauf gehen zwar. Ja, könnte zwar ersetzen. Hier gibt es so ein Schmuckstück, wenn du ersetzt wird. Das ist ein Schmuckstück Statulle desjenigen zurückgelegt, der es platziert. Genau, also da kannst du ein kleiner Holzschiff schützen, glaube ich. Ich glaube, das ist automatisch ein kleiner Holzschiff. Ich will mal kurz Pistole ausrüsten. Ich höre dich nur hixen. Bist du dich wieder am Besaufen, Junge? Doch, hast du. Ah, stehen geblieben. Gerade. Wie der als erstes bei den Mail-Leuten unten sein möchte. Ist ja krass. Tauchen ab und werden fighten. Die besten Leute seien. Schatz, komm mal. Hallo, ein Schwein. Das Schöne ist, wenn sich hier hinten in diese Ecke genau jetzt jemand verlaufen würde, das wäre natürlich dann echt sad. Die Spieler sind ja in der Nähe an sich. Also ein Spielerhaufen sind in der Nähe. Ich warum sich, ob es ein Zwei-Master war oder ein Ein-Master. Hallo? Mach die Tür auf. Hallo? Mach die Tür auf. Danke. Wieder buba buba bum. Alter. Wo die Granate für hier drinne? Gib her, Junge. Bananen. So, ich nehme meinen Dreizack mit. Alter, da check! Da drin ist eigentlich, glaube ich, Wasser. Nein. Check es. Als ich hier geschattert hatte, das Ding, da war Wasser hier drin. Ah, diesmal nicht. Okay. Explosionsfässer! Affe! Vogel, wann geht nicht drin? Ich hab gesehen, hier oben kannst du stehen. Hier bei dem gelben Dingens. Dann konntest du die auf dich zukommen lassen. Das Schöne ist, die sterben wenigstens nach zwei Schüssen. Mit dem Dingens. Na, beweg dich mal nicht, Junge. Bleib mal stehen. Danke. So, jetzt kommt die nächste Welle an Sirenen.
Ja. Das ist ein Serienanführer. Alter. So ein Penner, bitte stehen. Yo. Noch mehr. Ich war nicht sehr viele mehr Jungfrauen. Danke fürs genauen vor die Fresse schwimmen. Damit konnte ich dir voll den aufgeladenen Schuss ins Gesicht ballern. Ich hab mir auf Netflix aktuell BoJack Horseman angeguckt. Der war ja damals das Gesicht von Netflix gewesen eigentlich. Und ich find's so lala. Es ist gut, aber nicht ist unterhaltsam, aber nicht unbedingt so gut, dass ich halt sage, kann ich öfter gucken. Wo die Story so interessant ist, dass ich das unbedingt gerne jede einzelne Folge auswendig lernen können, lernen möchte. Aber es hat eine Sache, was mir am meisten gefällt. Es hat eine Story. Und nicht wie bei Simpsons aktuell. So immer in jeder Folge ein neues. Sag mal eine andere Geschichte, die halt immer eh widerrufen wurde. Alle gekillt. Oh, Explosion! Mehr Explosionen! Das sind die Skelette mit den Fässern. Nicht Explosion! Links von dir. Gut. Mein Staub ist gerade verschwunden. Ist ja ein paar. Ha. Wollen wir die explodieren lassen, die Fässer jetzt hier oben? Weil das ist mir. Wenn dann ein roter kommt, einfach mal zuschlägt, das explodiert dann alles. Also, der gut. Ich explodiere den Alien hier unten. Ne, warte mal, ich explodiere nicht. Die sind nicht explodiert. Ah, scheiße. Also einer ist schon explodiert. Ich würde jetzt explodieren lassen, wenn ich sie halt spawn. Vielleicht sind die getroffen. Echtgeld? Wieso Echtgeld? Hat doch keinen. Hat er nicht den Blenderpass ausgewählt? Das kriegst du trotzdem. Echt? Ja. Oh, dann bin ich tot. Ich muss das essen. Ich bin tot. Ich bin down. Es ist der Mord. Ich bin down. Du bist tot. Ich auch. Du hast losgelassen. Ja, ich musste. Die haben mich durchgerutscht. Hey, ist auch jemand gestorben. Ich bin tot. Warte. Vielleicht schaffe ich es noch zu dir. Jetzt war nicht. Okay. Und weg. Dieser Rage-Angriff von denen. Wenn sie anfangen auf dich einzuschlagen, ey. Alter, der eine da, der Anführer, der kämpft jetzt den Eingang mit seinem Gesinge.
Der schießt einen vollaufgeladenen Schuss auf mich. Hast einen Penner. Ha. Aha. Okay, Kiwi, wo machst du eigentlich unter Wasser? Der heißt gar nicht Kiwi, der ist Parrot. Du hast HL Meilenstein Klasse 1 HL Sirenen besiegt, HL erreicht. Danke, dass du mich weggeschubst hast vom Essen. Tot. Hit. Was passiert, wenn jetzt das Wasser runtergeht und du da oben in der Luft bist? Eigentlich hätte ich das mal ausprobieren müssen. Noch mehr Fässer? Ernsthaft? Oh, scheiße! Okay. Sind wohl schon alle weg. Noch einer, noch besser. Ah, genau vor mir. Ich nicht ins Splash Radio, da ist noch einer. Hier ist Munition bei mir. Mal runter. Was gesperrt ist. Jetzt müsste die Finale wieder kommen. Weil der Finale. Der, die das Finale ist, nämlich eine Meerjungfrau, ein Anführer, Meister, Schüssel, Typ. Die dritte Königin. Der Kanzler. Der Count. Oder auch noch nicht. Alter, ich muss ja sagen, wie lange das doch geht, wenn man hier zu zweit ist, ey. Wenn du alleine bist, dann musst du drei Wellen machen gefühlt, dann bist du fertig. Weil zweimal Explosionsfässer sind nicht gespawnt. Double Kill hast du gemacht. Okay, der Stab ist dann kaputt, wenn ich schieße. Jetzt ist die finale Welle, oder? Nee. Die Klospülung ist gerade noch tief. Ich kann nicht loslassen, sonst ist der Stock kaputt. Oh, Dickerchen. Ah, Dickerchen. Noch mehr Skelette mit Fässern, ey. Leute. Bei dir? Oh. Ah, ja. Hallo, Freund. Bap, bap. Bap, bap. Bip, bap.
Oh Mann, ey. Also, das dauert echt länger, wenn man zu zweit ist. Aber es klingt jetzt wie finale Welle, weil irgendwie ist jetzt Sirenengesang mit bei. War nicht vorher auch. Aber anderer Sirenengesang. Da ist er. Schatzmeister, Tresor, Meister, Tresor. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich bin gleich tot, lasst mich meine Granatapfel fressen! Ihr seid ja crazy! Was macht ihr denn mit mir? Diese Wombo-Kombo? Das ist das Dümmste, was du machen könntest. Das Singen. Und zu dir dadurch ein Sadie Target zu werden. Oh, ich bin gleich tot. Stirb, Junge. Ist hier noch Essen drin? Ich hätte nichts gegen einen Granatapfel. Alter, HL, Drunken Marauder, HL, hat Meisterklasse 1, Schätze der versunkenen Königreichs gehoben, HL. Da ist die Tribute von Pane. Erstmal die ganzen Tributuren einfach hier vorne hinlegen. Zu gucken, was da drin ist. Den Namen der versunkenen Shore habe ich gerade bekommen. Korallenschädel, Korall, ehrenloser Korallenschädel. Bap. Antike Gedöns, Kaffee. Die Tribute können ja schon mal rein. Was hier noch ein Wunsch Dingens rein? Kaffee passt aber auch nicht mehr rein. Ah, komm, machen wir unser 4 hier rein. Wir haben uns schon nichts, um so ein Ding leer zu räumen. Vor allem, wenn du alleine bist, dann ging es richtig schnell. Liegt hier noch was? Hier ist ein Holz. Boah, 1600. So, die haben wir schon mal safe. Da ist die Reparatur meines Schiffs schon wieder raus. Na gut, ich gehe. Hier gibt's eh nichts mehr. Na, ich leg nochmal kurz hier die. Ich schiebe die noch ganz sind rein. Vielleicht möchten wir ja doch PvP-Welt-Events machen, wenn es dann um 2 Uhr morgens ist und dann keiner mehr Lust auf Sea of Thieves hat und wir die einzigen sind, auch spielen. Wo ist denn der Typ? Da ist die Statue. Eine Festung hat sich gespawnt. Ich sehe jetzt keinen Stab mehr hier. Ne. Ich glaube, es sind das Smuggler Bay. So weiter östlich. Ich kann. Ich wollte schon sagen, kann ich zum Schiff zurückkehren, aber kann ich doch. Schmuggler! Warum sind das Smugglers Bay? Das ist ja ärgerlich. Also ist das Breaking Watchtower? Nee. Black Sand Atoll? Nee, ist eine normale Insel. Ich
Ich glaube nicht, weil ich weiß nicht, ob ich jemals bei Black Sand Atoll war. Hier kommt unser Loot. Alter, die Drunken Marauder. Dankeschön. Ich werde mal ein bisschen, noch ein bisschen ranfahren. Ja, vielleicht noch. Ich mach den Anker hoch. Der Dreimaster her. Ja, wahrscheinlich. Skelette. Das zählt schon hier. Nee, aber nee, wo kommt der her? Der ist ja am Arsch der Welt gerade lang gefahren. Der ist ja, wenn ich jetzt gucke, der ist ja hinten bei 1C gewesen. Und wir sind hier bei 3. Das kann ich nehmen, dann danach. Gut, dann einfach hier rechts, da wo du hier gerade hinguckst. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Das nicht. Hab ich. Wir könnten ja dem Skelettschiff mal unser Festungsfass zeigen. Ja. Stäbchen. Stäbchen. Die kommen gerade sehr nah. Leute, ihr rammt uns gleich. Leute. Leute. Die fahren voll auf uns zu. Die haben ein Ziel. Die wollen jetzt sagen, dass wir sie getriggert haben. Oh, die biegen jetzt kurz ab. Na? Na? Verschwindet hier. Scheiße. Oh, scheiße. Okay. Verschwindet. Was? Nicht mit uns. Aber wirklich, ey. Woo! Erstmal Anker hoch. Sonst war ein leichtes Ziel für die. Ich hab doch andere Spieler gesehen, die einfach hingestellt haben und gewartet haben, bis die im Kreis gefahren sind. Oh, ist eine verfluchte Kugel. Irgendwas Rotes. Irgendwas Lilanes. Oh. Ankerkugel, Ankerkugel, wir müssen Anker hoch machen. Ich gehe runter, repariere. Du steuerst mal das Boot. Hier unten ist alles schick. Alles schickimicki. Ist